Willkommen, Freunde, zu einem neuen Buchvideo hier auf diesem Kanal von Professor Fantasy. Heute möchte ich euch mal wieder meine Gedanken zu einem Roman, zu einem Fantasy-Roman mitteilen. Und zwar zu diesem Schätzchen hier von Terry Goodkind, das Schwert der Wahrheit 8, das Reich des dunklen Herrschers. Hat 768 Seiten, ist also damit eher ein bisschen ein kürzeres Buch von der Schwert der Wahrheit-Reihe. Ist 2021 im Blanc-Vallée Verlag neu erschienen, damals in Deutschland 2006, das Original, das englische Original 2001. Schauen wir uns das Buch mal zusammen an. Lasst uns erstmal die Handlung des Buches ein bisschen näher anschauen. Wir beginnen dort, wo Band 7 aufgehört hat, das Schwert der Wahrheit 7, und zwar in einer Wüstengegend, die nennt sich die Säulen der Schöpfung. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir jetzt gleich auch wieder aus der Perspektive von Richard und Karlan die Geschichte erleben. Nicht so wie bei Band 7, da haben wir das ja hauptsächlich aus der Sicht von Jensen alles erlebt. Mein Video zu Band 7 findet ihr auch auf meinem Kanal, könnt ihr euch angucken. Hier bin ich sehr froh, dass wir wieder sofort von Anfang an bei Richard sind. Und darum geht es ja eigentlich in der Reihe Schwert der Wahrheit. Richard und seine Erlebnisse, Richard und seine Abenteuer. Deswegen bin ich da sehr froh. Und es ist nicht nur Richard und Karlan, wir haben auch alle Charaktere, die am Ende von Band 7 dabei waren, sind auch jetzt wieder dabei. Also Karlan natürlich, klar. Dann haben wir Jensen, Richards Schwester. Wir haben Tom, ein Verteidiger sozusagen von Richard und Jensen. Wir haben Friedrich, einen eher älteren Herrn, der mit einer Magierin, mit einer Hexenmeisterin verheiratet war. Und wir haben Kara natürlich. Kara, die Mord Sith, die sich auf die Fahne geschrieben hat, so wie auch alle anderen Mord Sith, alle ihre Schwestern, Richard auf jeden Fall vor allen Gefahren zu beschützen. Und gerade dieses Dreieck Richard, Karlan und Kara ist sehr lustig. Und also, das ist immer, Richard möchte immer nach vorne stürmen und die Sachen anpacken und selbst lösen, und Kara versucht ihn immer zurückzuhalten auf die Art und Weise, dass sie das alles machen will, dass sie nach vorne stürmen will, um Lord Rahl zu beschützen. Und Karlan wiederum versucht auch Richard ein bisschen zurückzuhalten, auch ihn zu beschützen, aber auf eher einer, liebesbetonten Art und Weise. Also nicht so auf so einer actionbetonten Art und Weise. Ganz lustig eigentlich, dieses Dreieck. Wir starten in den Roman, indem wir ein erstes Geheimnis versuchen aufzudecken, oder die Handlung rankt sich so ein bisschen um ein erstes Geheimnis, nämlich die Gruppe um Richard hat, bevor wir sie in Schwert der Wahrheit 7 getroffen haben, offensichtlich etwas gefunden gehabt am Rand der Wüste. So habe ich das interpretiert. Und zwar ist es ja ein kleines Kunstwerk. Ich verrate jetzt mal nicht, was es genau ist. Das könnt ihr selber rausfinden, wenn ihr das Buch lest. Es ist ein kleines Kunstwerk, und Kara hat es entdeckt, oder zumindest hat Kara es berührt. Und jetzt ist sich Richard nicht sicher, ob dadurch nicht irgendetwas ganz Schreckliches in Gang gesetzt worden ist. Wir erfahren natürlich noch nicht, was Schreckliches in Gang gesetzt worden ist. Das muss sich ja erst im Rahmen der Handlung entwickeln, und das dient als Hook. Also das soll sozusagen der Haken sein, der uns als Leser in das Buch reinziehen soll. Das ist aber nicht das einzige Geheimnis. Wir haben gleichzeitig auch noch einige Riesenkrähen. Also ich stelle mir die mal so 1,2 Meter, 1,50 Meter, 2 Meter so groß vor, die Richard und seine Gefährten verfolgen. Es ist nicht ganz klar, sind sie wirklich feindselig, sind sie nicht feindselig. Also sie wirken schon so ein bisschen feindselig, aber es wird sehr vage gehalten, wo sie herkommen und ob das irgendwas auch mit diesem Fundstück zu tun hat, das sie gefunden haben. Und die dritte Sache, die hier auch noch als Hook funktionieren soll, ist, dass Richard Probleme bekommt, gesundheitliche Probleme. Er fühlt sich schlecht, hat starke Kopfschmerzen, kann sich nicht konzentrieren und hat irgendwie auch keinen wirklichen Kontakt mehr zu seiner Magie. Und diese drei Probleme, ihr seht schon, die wirken so ein bisschen voneinander losgelöst, als hätten die miteinander nichts zu tun. In einem richtig guten Roman werden diese Sachen dann Stück für Stück verknüpft, und am Ende merkt man, ach Moment mal, das hat ja alles was miteinander zu tun. Gerade hier in Band 8 gelingt das Terry Goodkind nicht so gut, muss ich sagen. Dazu komme ich später noch, wenn ich über das Ende des Romans rede. Also keine Angst, ich spoilere das Ende des Romans nicht, aber ich werde ein bisschen was über das Ende des Romans reden. Das ist also der Hook, der uns in das Buch reinziehen soll. Hat bei mir nur so mittel funktioniert, fand ich nicht spannend genug. Das eigentliche Thema, um was geht es eigentlich in das Reich des dunklen Herrschers? Es geht um ein Volk, um das Volk der Bandakar.
Es wird also hier so ein neues Volk eingeführt. Wir haben das Neue Reich und das Alte Reich, die sich ja bekämpfen. Jahrgang als Führer des Alten Reiches und Richard als Führer des Neuen Reiches, die sich bekämpfen. Das kennen wir schon. Hier kommt aber ein neues Volk und es taucht jemand auf, der nennt sich Owen. Und Owen gehört zu diesem Volk, auch wenn es am Anfang noch nicht so ganz klar ist, wie da die Zusammenhänge sind. Und er bittet Richard, sein Volk zu befreien. Sein Volk gehört zu den Erleuchteten. Sie können sich nicht selber befreien, weil sie eben zu diesen Erleuchteten gehören. Und deshalb bittet er Richard, sein Volk zu befreien. Richard weist das natürlich erstmal zurück, denn er ist nicht der Befreier der Welt. Er hat selber wichtige Aufgaben. Er muss zurück in sein Reich, in das Reich von Dara, um dort Jahrgang zurückzuhalten, komplett Dara zu erobern und beziehungsweise die Midlands zu erobern. Und ja, weil dann gibt es ja nichts mehr, um was es sich zu kämpfen lohnt. Also er weist es erstmal zurück, aber Stück für Stück wird er dann mit hineingezogen in diesen Kampf des Volkes der Bandaka. Also das Volk kämpft ja eigentlich nicht, sondern es erwartet einen Erlöser im Prinzip. Warum taucht dieses Volk jetzt erst auf? Es gab eine Barriere, die sich um das Gebiet dieses Volkes befunden hat und diese Barriere ist erloschen. Es wird nicht ganz klar, warum sie erloschen ist. Ich dachte erst, das wäre, weil auch Richard die Barriere zwischen dem Alten und dem Neuen Reich abgerissen hat. Aber ich glaube, es war nicht der Punkt. Es war, warum sie erloschen ist, dass in einigen Bänden vorher, ich glaube 3-4 Bände vorher, Richard irgendjemanden freigelassen hat, irgendwelche Chimären. Oder war es Kalan? Kalan hat Chimäre freigelassen, genau. Um Richard zu retten. Und diese Chimäre haben Magie vernichtet. Und das war, glaube ich, der Tempel der vier Winde, wo dann das Thema war, dass die Magie vernichtet worden ist. Und diese Magie hat dann eben auch diese Barriere vernichtet. Also so ist dieses Volk frei geworden und Jahrgangs Armee, also von Kaiser Jahrgang, die Armee, die imperiale Streitkräfte, die haben dort dann, sind dann dort in dieses Land eingedrungen und haben es erobert. Das ist die jetzige Lage. Und Richard wird im Prinzip gezwungen, diesem Volk zu helfen. Eigentlich weiß er das von sich, weil er selber genug Sachen zu tun hat. Aber er wird dazu gezwungen. Das ist so ein bisschen ein Trick, glaube ich, von Terry Goodkind hier, weil jeder Leser würde sagen, ja, warum kümmert sich Richard jetzt nicht erst um sein eigenes Volk? Damit er sich aber um dieses Volk kümmern muss, wird er dazu gezwungen. Wie er dazu gezwungen wird, verrate ich nicht, das könnt ihr nachlesen. Es gibt einen interessanten neuen Gegner, der jetzt hier als Endboss sozusagen so ein bisschen etabliert wird. Das ist Nikolas der Schleifer. Der Begriff der Schleifer wirkt jetzt ein bisschen unfreiwillig komisch. In Wirklichkeit ist es ein sehr bedrohlicher Typ. Wir erleben auch einige Kapitel aus seiner Sicht, die auch sehr eindringlich geschrieben sind und er wird doch sehr gut als Gegenspieler aufgebaut. Ich finde, es gibt so ein paar Punkte, da hätte man die Geschichte noch ein bisschen mehr ausreizen können. Vielleicht kommt da noch was, weiß ich nicht genau, aber da bin ich noch nicht so hundertprozentig zufrieden gewesen jetzt mit Band 8, wie diese Geschichte um Nikolas den Schleifer ausgereizt worden ist. Auf jeden Fall hat er ist eine Schöpfung von Jahrgang. Jahrgang hat den Schwestern der Dunkelheit befohlen, Schwestern der Finsternis befohlen, so ein Wesen zu erschaffen, das es schon seit Jahrtausenden nicht mehr gab. Was er genau für eine Fähigkeit hat, verrate ich auch nicht. Müsst ihr selber nachschauen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr bedrohliche Fähigkeit, die alles auf den Kopf stellen würde, wenn es das zu oft gäbe, sagen wir mal so. Ein weiterer Handlungsstrang dreht sich um Zed, Richards Großvater, den obersten Zauberer. Der ist ja in der Burg der Zauberer in Eidintriel zurückgeblieben, um diese zu verteidigen. Es ist in Band 7 sehr gut gelungen, Eidintriel gegen die Horden der imperialen Streitkräfte zu verteidigen. Und jetzt geht es darum, die Burg der Zauberer weiter zu verteidigen. Denn in dieser Burg befinden sich sehr viele magische Artefakte, sehr viele mächtige magische Artefakte. Und wenn die Jahrgang in die Finger fallen würden, das wäre ganz, ganz schrecklich. Da könnte Jahrgang ganz schreckliche Dinge damit machen. Deswegen ist Zed und seine Freundin Eddie sind zurückgeblieben, um die Burg zu verteidigen. Und ja, Jahrgang findet jetzt einen Weg, diese Verteidigung zu durchbrechen. Ich verrate jetzt mal nicht, welchen Weg. Das werdet ihr selber herausfinden, wenn ihr das Buch lest. Aber es geht um Magie. Denn die Burg der Zauberer ist natürlich logischerweise durch Magie, durch magische Banne geschützt. Und Jahrgang findet einen Weg, das zu umgehen. Ja, darum geht es in diesem Handlungsstrang. So, ja, soweit jetzt zur Handlung, so grob zumindest zur Handlung. Jetzt zu meiner Analyse, was hat mir gut gefallen, was hat mir nicht so gut gefallen. Also ich fand gerade den Anfang ziemlich in die Länge gezogen. Terry Goodkind hat hier versucht, Spannung zu erzeugen mit den Hooks, die ich euch vorher vorgestellt habe, aber für mich hat das nicht so gut funktioniert. Der Weg zum Beispiel aus der Wüste heraus, der wirkt sehr lang, sehr träge.
Im vorherigen Teil, Teil 7, wirkte der Weg in die Wüste hinein ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das anders beschrieben worden ist, oder ob das einfach daran lag, dass bei Band 7 der Weg in die Wüste hinein ganz nahe am Finale war. Und deswegen einfach viel rasanter geschrieben war vielleicht, oder auch auf mich viel rasanter wirkte, weil ich wissen wollte, wie das Finale dann abläuft. Kann sein. Die Bedrohungen, die dort am Start präsentiert werden, sie sind mir ein bisschen zu vage formuliert, ein bisschen zu vage ausgearbeitet. Es ist auch zu wenig klar, in welche Richtung die Geschichte geht. Also die Personen haben für mich zu wenig Ziele. Also die Handlung hat zu wenig Ziel, auf das man jetzt zuschaut und sagt, ja, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Also das hat für mich jetzt nicht so hundertprozentig gut funktioniert. Für mich persönlich, und das ist jetzt wirklich eine persönliche Meinung von mir, das kann jeder anders sehen, nervt ein bisschen die Geschichte von Richard und seinen Krankheiten. Richard wird gerade am Anfang des Buches, also das zieht sich über das ganze Buch hinweg, aber gerade am Anfang des Buches wird er sehr geschlagen von so einer mysteriösen Krankheit. Ihm ist dann starke Kopfschmerzen, ihm ist schlecht, er kann sich nicht konzentrieren, er fällt teilweise sogar in Ohnmacht und so weiter. Also diese ganze Geschichte um diese Krankheiten, das nervt mich ein bisschen. Das lese ich einfach nicht gerne. Ich persönlich lese so Geschichten um kranke Menschen nicht gerne. Ich kann es verstehen, warum Terry Goodkind das gemacht hat. Es soll einfach Spannung erzeugen. Es soll eine Sorge um Richard als wichtigsten Protagonisten erzeugen. Und gleichzeitig soll es natürlich Richard schwächen, weil Richard hat sich jetzt über die Bände, die wir schon gelesen haben, zu einem sehr mächtigen Charakter entwickelt. Er ist ein mächtiger Kämpfer, er ist ein mächtiger Zauberer. Der Einzige, der seit Jahrtausenden mit additiver und mit subtraktiver Magie geboren worden ist, also ist im Prinzip ein übermächtiger Typ. Und jetzt ist die Frage, wie kann man ihm noch Gegner entgegenstellen, die ihn besiegen können, die ihn bedrohen können überhaupt, um eine gewisse Spannung zu erzeugen. Ja, wie kann man das machen, indem man Richard schwächt mit einer Krankheit zum Beispiel? Also ich verstehe, warum Terry Goodkind das gemacht hat. Mir persönlich hat es einfach nicht so gut gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, wie euch das gefallen hat, ob euch das eher genervt hat, ob ihr das eher spannend fandet, ob ihr das interessant fandet. Das würde mich interessieren. Sprachlich hat mir das Buch wieder sehr gut gefallen. Also da kann Terry Goodkind mal wieder überzeugen. Die Beschreibungen sind sehr gut, es ist sehr schnell lesbar, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Page-Turner ist, ein klassischer, also die Kapitel sind schon teilweise eher länger. Sie sind zwar kürzer als in den vorherigen Bänden, aber länger als bei einem klassischen Page-Turner. Was mir aufgefallen ist, dass es weniger Beschreibungen der Geografie, also der Länder und der Gegend dort gibt, wie in den vorherigen Bänden. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Man muss sich dort mehr selber zusammenreimen. Es sind weniger Schauplätze, also wir sind auch nicht an so vielen verschiedenen Schauplätzen, wie das schon in den vorherigen Bänden war. Aber diese Schauplätze wurden weniger stark beschrieben und sie sind auch weniger stark verknüpft worden mit der Geografie der Länder außenrum. Was hier natürlich nicht fehlen darf, ist das achte Gesetz der Magie. Das achte Gesetz der Magie, das hier in dem Buch vorgestellt wird, ist: Erweise dich des Sieges würdig. Es klingt jetzt erstmal als ein sehr merkwürdiges Gesetz der Magie. Das hat ja gar nicht wirklich was mit Magie zu tun. Es wird natürlich erklärt, gerade im letzten Drittel des Buches oder im letzten Viertel des Buches, was das Ganze mit der Handlung dann zu tun hat. Ob es mich überzeugt hat oder nicht, zeige ich euch gleich was dazu. Kommen wir nämlich jetzt zum Ende und dem Finale. Das hat mich so gar nicht wirklich überzeugt. Für mich war das Finale sehr verwirrend zu lesen. Ich bin nicht wirklich mit der Handlung mitgekommen. Ich konnte nicht... Also für mich hat der rote Faden gefehlt. Es war schon actionlastig, es war auch spannend. Man wollte schon auch wissen, wie es weitergeht. Und es war auch nachvollziehbar, warum so gehandelt wurde. Aber es wirkte trotzdem sehr, sehr zerfleddert auf mich. Ich bin teilweise auch mit den Gedankengängen, die Richard hatte, nicht wirklich mitgekommen. Das war für mich ein bisschen zu sprunghaft. Vielleicht, weil Richard auch versucht hat, seine Gegner zu täuschen und diese Täuschung natürlich auch auf den Leser so ein bisschen übergegangen ist. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich mit dem Finale, mit diesem Ende nicht hundertprozentig einverstanden bin und nicht ganz mitgekommen bin. Die Geschichte wirkt auch am Ende nicht so, wie jetzt bei den anderen Bänden, dass alles zusammenkommt, dass diese losen Enden, die im Laufe des Romans entstanden sind, alle dann verflochten werden und zusammenkommen zu einem wichtigen Ende und einem einzigen Handlungsstrang, wo man dann sagt, ah ja, so war das. Also dieser große Aha-Moment am Ende der Geschichte, der hat mir persönlich gefehlt. Also ich konnte da diesen großen Aha-Moment, den hatte ich eigentlich irgendwie nicht am Ende. Gut, das achte Gesetz der Magie wird auch wichtig, also wird dann im Lauf der Handlung, also gerade am Ende des Finales wird das wichtig, aber es wirkt für mich so, als wäre das
reingebastelt worden mit der Holzhammer-Methode so ein bisschen. Also es hätte Terry Gutkind versucht, ich brauche noch ein achtes Gesetz der Magie, wie kann ich das irgendwie in die Handlung mit reinbringen? Denn wie Richard das achte Gesetz der Magie nutzt, um dann am Ende zu triumphieren, das hätte er auch schon vorher machen können. Also das ist irgendwie nicht so wirklich mit dem Ende verwoben. Hab ich jetzt so den Eindruck. Gut, soweit zum Finale und dem Ende. Also das Buch ist an sich ein spannendes Buch. 768 Seiten sind jetzt auch nicht so lange. Also da waren einige Schwert der Wahrheit Bände schon wesentlich länger. Und es hat auch Spaß gemacht, das zu lesen. Aber es hatte mehr Menge als die anderen Bände. Mein Fazit ist, der Roman dreht sich um Richard. Das finde ich gut. Er bringt auch viele neue Ideen mit rein in die Serie. Das finde ich auch gut. Aber die Komposition der Geschichte, gerade am Anfang und im Finale, hat mich dann doch nicht so überzeugt, muss ich sagen. Ja, das war Schwert der Wahrheit 8. Ich werde mir natürlich auch die nächsten Bände besorgen. Es gibt noch 11 Bände insgesamt. Also haben wir noch Band 9, Band 10 und Band 11, die wir uns hier in der Reihe anschauen wollen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Band denkt, zu Band 8 oder auch allgemein, was ihr zu der Reihe Das Schwert der Wahrheit denkt. Das würde mich interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich wünsche ich euch wie immer genug Muße zum Lesen. Euer Professor Fantasy Dominik Schmeller.